Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar ist es Dungeon Defenders. Und yeah, nicht Eternity oder so, sondern das ganz normale erste. Und mit dabei ist der. Der Julius. Genau. Links und so sind alle in der Beschreibung. Und ja, also links? Es ist. Was? Links? Links, ja, zu deinem Kanal und zu dem Spiel und alles. Achso, ich habe gedacht, mal links. Irgendwie links vom Video. Nee. Und die Sache ist jetzt so, es kommt ja bald irgendwann so Dungeon Defenders 2 raus. Das ist, Eternity ist schon draußen, wo das an sich eigentlich so eins ist, nur mit den Verbesserungen von 2. Nur dieser inkompetente Typ hier, der hat das nicht. Deswegen spielen wir jetzt hier. 20 Euro Nintendo zu kaufen. Ja, ich habe mir das voll günstig geholt damals. Egal. Ja, damals. Okay, also ansonsten, was wollte ich noch sagen? Das war da irgendwas, was ich sagen wollte. Weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Egal. Kannst du deinen Charakter erklären, was der macht? Ach genau, also ich bin auf jeden Fall, ich könnte jetzt auch mal hier wieder, wo war's? H, genau. So, das Menü ist hier wieder. Ja, habe ich auch schon drin jetzt. Also mein Charakter ist der Knappe oder wie auch immer und ich bin halt so ein bisschen ganz normal halt der Krieger bzw. Schwertkämpfer, der halt gerne auch so selbst kämpft, nicht so wie der, wie dieser Feigling da, der immer nur andere Leute für sich kämpfen lässt, ne? Ja, ich kann einfach hier mal mir einen Minion holen, so. Richtig cool mit seinen Siegeln oder was auch immer. Ja. Richtig krass. Ja, jetzt hab ich noch. Da stehen ja vier Leute von mir rum. Okay, dann würde ich sagen, erzähl mal nicht Ewigkeiten weiter. Dann kannst du ja das erste Level starten. Yay, so. Missionseinstellungen. Der tiefe Schacht. Achso, genau, was ich noch sagen wollte, es ist, ich habe jetzt hier noch zum Beispiel mein gelagertes Mana oder die ganzen in der Itembox, die Sachen von meinem Zeugs, was ich sonst auch im Singleplayer gehabt hatte. Das heißt, das ist hier mit übernommen irgendwie, leider. Ja, bei mir ist auch noch so ein bisschen was drin. Ja, das beachte ich jetzt einfach nicht. 600 gelagertes Mana und hier noch ein bisschen Items. Ja. Die drin liegen, aber. Also ja. Das beachten wir einfach nicht, weil wir wollten hier schön von vorne anfangen und dann. Ja. Denke ich mal, können wir jetzt loslegen. Jetzt übrigens auch deinen Helden tauschen können, der ist nicht immer rausgemusst. Ach ja, stimmt. So, ich muss ja jetzt nichts machen, oder? Gut, dann starte ich mal die Mission. So. Dein Intro. Oh. Das ist natürlich gut, dass wir die Stimmen rausgemacht haben. Hä? Hast du keine Stimmen? Long ago, doch ausgemacht. Ha. Also ich höre sie. So. Gelesen. The Old Ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the Old Ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duties, and imagining action and adventure, the pupils accidentally unleash an ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Together they will defend the Eternia crystals against those who seek to resurrect the ancient evils. Das ist natürlich jetzt doof. Dungeon Defender. Das epische Intro. Was wir nicht gehört haben. Also bei mir schon. Guckt alle bei mir vorbei. Ja. Ich mache bei mir noch mal kurz einen Cut und guck, was mir geschrieben wurde. Okay. War gar nichts raus diese Runde. Hier ist eine Box. So, da bin ich dann auch wieder. Oh, ich merke gerade etwas. Ja. Ich kann keine Kisten öffnen. Muss da einfach nur gegenlaufen, oder? Oh, stimmt. Okay. Ja, das hatte ich, als ich das allererste Mal gespielt habe, hatte ich das auch das Problem. Warte, ja, lass so machen, dass... Man kann die auch angreifen, glaube ich, und dann geht die auch auf. Lass einfach so machen, dass jeder immer gleich viele Kisten kriegt. Ja, jeder, also ich gehe bei dem Level einfach, du nimmst nur die rechten zwei, nicht mit linken zwei, oder? Ja, es gibt... Oh, jetzt, nee, das war der Chat. Shift war ja die Dingensliste. Ja, die Karte. Oh nee, jetzt das kann ich schon wieder nicht aufnehmen. Nimmst du jetzt schon wieder auf? Ja, ich nehme wieder auf schon und Ich wäre, also das erste Level ist ja recht simpel. Man, es kommen
Zuallererst kommen ja hier vorne nur ein paar raus, dann würde ich sagen, ich kann bisher kann ich warte nur... Warte mal, wie viel Mana habe ich? 40. 40. Ja. Mit 40 kann ich mir einen Archer nehmen und den stelle ich mal so hin. Ich werde mal, So. Oh, das geht sogar viel schneller als in dem Raum. So. Okay, warte, ich werde jetzt hier mal schon mal eine... Nein, ich lasse das. Ach, grün war Mana. Okay, dann kannst du sogar noch einen zweiten Minion hinstellen. Das so, ist sehr gut. Ich werde hier eine schöne Barrikade hinstellen. Wie ging das nochmal mit dem Drehen? Da war doch irgendwas. Einfach einmal drücken und dann kannst du drehen. Einmal hinstellen und dann... Ach ja, drehen. Genau so war das, genau. Ah, oh, ich hab schon so lange deine Punkte aufgenommen. Nein! Warte, man kann doch mit... Man kann auch irgendwie ablegen, mit richtig? Mit I... Dann kann ich Mana ablegen. Achso. Da kommt alles ein so großer Kristall aus dir raus. So. Ja, jetzt kann ich noch eine. Stell ich dann auf die andere. Super. Jo. Ich muss hier auf jeden Fall die Punkte Geschwindigkeit von mir aufleveln. Aber du musst dann halt ein bisschen fighten, weil ich kann halt nicht fighten, richtig? Ja, genau. So. Weil ich nicht angreifen kann. Ich hab nur meine Minions. So, und bevor wir starten, bin ich super professionell und werde diesen Kuchen, der neben mir steht, essen. Ich habe hier Kekse noch neben mir. So was muss einfach in der Aufnahme sein. Kann ich mit 2 und 3 machen? Hä? Was war das? Okay, so, ich bin auch wieder da. Kann ich damit in den Minion von mir rein? Du bist jetzt irgendwie so voll krass unsichtbar. So durchsichtig. Bist du durchsichtig? Ja, was kann... Ich glaube, dann sehen dich vielleicht die Gegner nicht oder sowas. Aber ich habe noch was anderes. Jetzt bist du wieder so durchsichtig. What? Okay. Was zum Henker ist das? Ich würde sagen, wir lassen uns hier sehr viel Zeit. Ich glaube, wir starten einfach mal, oder? Wie ging das nochmal? G. Musst du einfach drücken. So. Ach, mit G. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. So. Man kann sie noch nicht angreifen. Minions. Minions. Was macht? Okay. So. So geht das besser. Ja, schneller. Wer die tötet, kriegt XP. Nein, Alter, die machen... What? Hä? Host verließ das Spiel. Okay. Fail. What the fuck? Okay, was ist bei dir falsch? Weiß es nicht, warte mal, ich starte nochmal neu. War das Match? Ja. Dann lad mich noch mal ein. Willst du das noch mal machen? Wollen wir komplett noch mal von vorne anfangen oder einfach das so lassen? Ah, lassen Sie aber. So. Okay, dann habt ihr das jetzt hier an mitgekriegt. Wenn nicht viel, wir müssen ja jetzt nur wieder hier hingehen und dann. Okay, dann tut einfach so, als wäre das nicht passieren. passiert. Ja. Was auch immer das war. So, jetzt kann man das Intro aber überspringen. Ja. Auch überspringen so. Diesmal stelle ich meine Minions mal hinter deinen Barrikaden. Ja, genau, jetzt kann ich ja wieder die Küsten öffnen. Oh ja, stimmt, ich habe erst noch gar keine Mann. Okay, also sehr, sehr professionelle erste Folge, man merkt's. Ja. Aber egal, im Endeffekt ist es ja nicht so schlimm. So, hier haben wir die erste Barrikade, die andere stelle ich zu der anderen Treppe. Mist, jetzt sind hier 10 Mana übrig. Kannst nur noch was aufnehmen? Gleich. Das ist immer schade, wenn man so ewig rumlaufen muss. Das Doofe ist halt, dass die so schnell verschwinden. Okay. Welche Taste war es? 6. Genau so. Höchst Pro-mäßig dieses Let's Play hier. So, starten. So. Okay. Und dann... Mal schauen. Vielleicht geht's ja jetzt. Angriff! Ist schade, dass ich jetzt nur noch keinen Schaden kriege. Alle Units, dass sie angreifen. So. Mach mich, was für ein Radius die haben, wo die angreifen. Ziemlich weit anscheinend.
Alter, der Pfeil fliegt so langsam und ich laufe einfach rein. Sehr geil. Na komm. Alter, wie langsam der Pfeil fliegt. Versuch mal was. Ist der irgendwie dumm, ey? Also, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weg. Sonst kommt der da nicht raus. Jetzt schießt er auf dich. Nee, jetzt ist nicht mehr. Oh, wenn ich so bin, schießt er mich nicht an. Guck. Ja, ja, aber es hatte ich schon vermutet, dass der dann irgendwie so... Aber ich nehme an, ich kann da auch nichts machen oder sowas. Toll, krieg ich keine Erfahrung. Egal. So, wo kommt jetzt... Oh, ich kann schon Level up. Echt? Ja. Wow, ich habe 8 von 60. Ich kann 2 Punkte vergeben. Ich würde sagen, die investiere ich dann doch mal in Geschwindigkeit, weil... Na, die ist sonst... Geht das hier so nicht weiter, so langsam wie ich hier rumlatsche. Ja. So, das ist ein Panzerstiefel. Gut, noch kommen sie alle hier unten raus, die Gegner. Also sehr viel schneller bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Kann ich jetzt schon... Nee, das... Ich brauche Stufe 3 für die nächste Dingens. Dann nutze ich einfach mal das Mana hier schon und gehe hoch zu den anderen Toren, dass ich da schon mal ein paar Verteidigungen hinstelle. Ja, und ich nehme hier mal welche genau vor die Tore. So 6. Mit die mal ein bisschen was angreifen können. Ach, da liegt noch. Einmal und ach, okay. Dann wieder das Mana da unten holen. Das ist wahrscheinlich jetzt schon verschwunden, oder? Schade. Doof, dass das Mana echt so schnell verschwindet. Also das ist dann bei uns schon... passt der Charakter ist richtig komisch. Tja, ich habe ja gesagt, vielleicht lieber doch die normalen Charaktere nehmen, aber gut. Ja, habe ich doch so langsam das Gefühl. Ja, na, ansonsten können wir, kannst du ja dann im nächsten Dingens das... Ja, ich mach das so, dass ich im nächsten Level dann mal einen anderen einen neuen Charakter nehmen. Ja, dann würde ich dir vorschlagen, nimm einfach einen Magier, dann haben wir es gut ausgeglichen. Jo. Oder einen, der nur drauf kann. Der was machen kann? Der nur draufhauen kann. Ja, ne, das bin ich ja schon. Ja, du machst auch Barrikaden und hast Fallen und alles. Ja, aber ja, okay, wenn wir jetzt einfach die normalen Charaktere nehmen würden, ja, dann wär's ja. Mach ich dann gleich. Ich meine, so ein Magier ist ja auch ganz nice. So, dann können wir jetzt... All units, attack target. Okay, so, bist du bereit? Ich bin bereit. So. Dann... Nee, wie vielte Welle? Zweite erst. Oh. Oh, richtig mies, deine ganzen Minions, die ziehen mir hier die XP ab. Echt? Nee, naja, ist halt die Sachen, die ich kille, bekomme ich halt XP für und die Sachen, die du killst, beziehungsweise deine Minions, dafür kriegst du halt die XP. Von deinem Charakter. Ja, ich kriege sogar keine XP. Ich habe 16 von 60 gerade mal. Ja. Ich mach hier alle platt, richtig nice. Ah, da ist ein Item getrobt. Ja, ja, cool, cool. So viele... Hier eine Archer beschwören, damit ich alles Zeug hier aufnehmen kann, ne? Alter, wie viel Zeug hier noch rumliegt. Ich hab schon wieder ein Level up. Okay, ich mach's in Geschwindigkeit. Mission Attack Rate Speed. Attack Range will ich unbedingt mal aufleveln bei denen. So, ich hab mal viermal eine Attack Range jetzt rein. Ich muss unbedingt mal mein Mana ablegen hier in der Schmiede, sonst... ich will das hier alles nicht einfach so rumliegen lassen, das wäre... Ja, ich kann jetzt schon 80 Mana aufnehmen. 4 kann ich reparieren. So, bitte lass es nicht despawnen. Ich komme, mein liebes Mana. Ein Item, okay, und... Ah, auch ein Item. Was? Das ist gut. Ja, ich werde auch gleich mal nachgucken, was ich so für Items... Ja, ich leg jetzt auch mal 80 Mana in die Truhe. So, kannst du schon 80 Mana haben? Ja, ja, ich habe 80 Mana. Krass. Okay. Ja gut, aber der Charakter scheint wohl doch nicht so geil zu sein. Nee, er sieht cool aus. Ja gut. Gut, bereit? Ja, warte, ich werde jetzt hier noch hier oben. Ich kann ja jetzt schon dieses Teil hier hinstellen. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Besser als meins. Okay. So, warte noch ganz kurz, dann bin ich fertig. 5 kann ich das hier hoch. Okay. Welches Level bist du jetzt? 3. 3. Und auch 3. What the fuck? Okay. Ja gut. Im Endeffekt ist das ja gut. Weißt du was, ich schau einfach mal am Ende von dem Ding, wie weit wir beide sind. Und dann überlege ich mir noch, ob ich tausche.
Ja, weil anscheinend kriege ich ja auch gut XP, wenn ich genauso weit bin wie du. Ja gut, gut, dann denke ich mal. Wenn ich genug Minions, mein ein Minion kostet 40. Also ich kriege auch viele hin. So, okay, bereit? Ja, ich habe schon gedrückt. Jetzt kommen eigentlich da oben schon welche raus, auch noch nicht, oder? Nee. Zum Glück haben wir nämlich auch gar nichts hingestellt. Ja doch, ich habe da schon alles alles ausgedeckt. Das war eine Falle da. Ich habe da einen Verteidigungsteil habe ich da oben stehen und eine so eine Barrikade, die auch so Schaden macht. Keine Ahnung, wie man sie gerade nennt. Okay, ich metzel mich hier gerade ganz schön krass durch. Hey, ich will hier raus. Oh nice, du hast ein Item getroffen. Ah, Self-Heal 1. Ja. Ich bin bei 1 hat mehr Self-Heal. Hölle beendet, beendet, ja. Beendet. Prost. Alter, wie viele Minions stehen jetzt hier vor mir, bitte? Krass, schon viele. Ja. So, hier oben die Verteidigung, ich weiß nicht, ob die reichen. Aufleveln tue ich die jetzt mal nicht. Ich glaube, ich leg einmal noch Mana ab. Viel zu viel. Ich hab noch gar kein Kissen geöffnet. Ja, warte, das mache ich auch mal. Und dann, ja. Hui. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Jetzt habe ich eine Nachricht im TS gekriegt anscheinend. Es? Ja, es hat wieder dieses Bling gemacht vom TS. Hey. Okay. Das wird andere. Ach ja, dann war es wahrscheinlich Phantom, ich bin ja noch auf dem anderen TS gerade. Ja. Das natürlich, das ignoriere ich jetzt einfach mal und wir machen das noch schnell zu Ende, ja. Ja. Sind denn nur noch? Ja, noch eine Welle. Eine Welle nur noch? Nee, Welle bitte vor. Ah nee, okay, vorletzte Welle. Ja, die fängt jetzt an. Ich stelle jetzt mal noch hier oben einen hin. Jo. Jetzt sollten auch hier oben welche rauskommen. Ja. Der nur ein hier großer. Oben aber der die hier oben. Um die sollten wir uns eigentlich gar nicht kümmern müssen. Weil da ich jetzt trotzdem mal an beide Lanes ein Minion von mir. So, du bist jetzt auch Level 3, richtig? Ja. Dann, ja, es steht sogar da oben links. Wie viel Erfahrung hast du schon bis zum nächsten Level? Ich habe schon fast das nächste. Das ist doch das Grüne, gell? Nee, das, welches Grüne? Wo links. Also, ach nee, oh, das ist die Leiste da unten, stimmt ja. Ja, die Orangene da unten. Halb, bisschen mehr als halb. Ja, ich bin da fast voll. Okay. Also, ja, okay, gut. Dann starten? Jo. So, die da oben, um die kümmern wir uns jetzt mal nicht. Das sollte eigentlich ausreichen, was ja, ich da hingestellt habe. Mal kurz gucken, was mein Archer da macht. Archer? Los. Oh, warte, ich muss den Archer also, noch sagen. Also, deine Minions machen schon hart Damage. Das ist schon krass, aber... ja gut, wenn das... Wenn du das so haben möchtest, ist das ja in Ordnung, aber ich persönlich hau halt lieber selbst. Ich hau in den Level noch erstmal. Ja. Hey, sehr gut, Minion. Nein, ich bin tot. Oh. Ich bin ein bisschen zu krass reingegangen. Ui. Die hier oben, die von denen... Ach, der kämpft da oben noch. Egal. Oh Gott. Ich würde mich nicht hier sonst Gemenge stürzen. Die angreifen hier meine Barrikade an. Richtig. Scheiße. Au. Na komm her. Vielleicht soll ich doch öfters mal in den Stealth-Mode gehen. Also, dass ich nicht angegriffen werden kann. So. Kann ich noch was bauen? So, wir haben die Welle beendet. Soll schnell irgendwas einlagern nochmal. So, ich grab schon wieder ein Level ab. Ja, ich auch. Und ich bin jetzt... Oh, ich bin 1 Millimeter vom... Nee, sogar 2 Level ab. Oder was? Nee. Ich glaub noch zweimal den Damage. So. Ja, es ist jetzt für mich die Frage, mal ein bisschen Leben und Damage hochleveln oder doch eher Geschwindigkeit, weil ich laufe mir halt echt zu langsam. Ja, ich muss auch bei mir mal... Aber ich glaube, ich mach mal... Obwohl Leben ist jetzt erstmal... Reicht eigentlich. Wir sollten mal unsere Minions reparieren an allem. Ach, das... Darauf lege ich jetzt erstmal nicht so viel Wert. Ansonsten... Ich hab mal sogar deins, oder? Nee, hab ich scheiße. Ich weiß nicht. Ja, das... Aber hier könnte ich mal machen. So. Du solltest... Nee, dann... Gerade hier geht's sogar noch. Ich sollte vielleicht mal... eine Itembox gleich. Bitte 4 drücken, genau so. Ich habe schon einige geile Items hier bekommen. Ich lege jetzt nochmal kurz Mana. Okay, hier kommen jetzt um 2 Orks raus. Also. Ja, das sollte trotzdem noch kein Problem sein. Wir stehen hier oben nochmal. Ja, wie steht denn mein anderer da drüben?
Der sollte eigentlich... Der ist schon ein bisschen beschädigt, glaube ich. Ja, das ist halb weg. Ja, das sollte aber trotzdem ausreichen mit allen Sachen, die dann... Ja, schon mal repariert. Das kostet ja nicht viel. Ja. Ich habe noch nicht mal Kisten geöffnet. Hab alles repariert und alles. Okay. Ich glaube ich noch mal ein paar Archer auf. Da liegt noch ein Item. Oh Gott. Schnell, bevor es spawnt. Hier ein Archer. Also ich habe jetzt schon viele Items. Ich mache jetzt einfach mal noch die Kiste auf, ja. Reparier mal deine Barrikade. Oh, okay, ich wollte mal. Okay. Ja. Vielleicht noch ein paar Archer beschwören. Ja, warte, dann gebe ich's dir. Würde hier eigentlich noch einen hinzu. Wie ging das nochmal? Bis auf den Charakter, also mit I, und dann Mana ablegen. Ah ja. Achso, ich hätte auch gleich auf alles ablegen. Na, nun leg doch alles ab. Ah. Oh, ich kann in der Luft schweben. What? Wenn ich Leertaste gedrückt hätte, kann ich schweben. Och, Cheater. What the fuck? Okay, ich würde sagen... Oh, okay. Ah, ich kann sogar 100 Mana jetzt tragen. Das ist cool. Ja, ja, ich auch. So, stelle ich hier noch einen hin und dann... Ich mach schon mal bereit, das heißt... Wir könnten ja, so langsam anfangen. Noch mal. Warte, ich stell mal. Ich stell jetzt mal risky, einfach mal hier einen hin. Oha. Ganz risky. So, okay, los. So, ich mach hier unsichtbar. Ach, und er ist wieder nudig und versteckt sich. Warte. Richtig geil, das. Ich schwebe jetzt einfach hier oben rum. Siehst, sie du geil? Mir, siehst du mir zu, wie ich so schön alles niederkämpfe hier? Ja, das ist sau cool. Warum, wieso müssen eigentlich so viele Leute gleichzeitig irgendwas anfangen zu spielen? Was macht da oben ein Archer? Oh, ich kann... Ah, da sind Items aufsammeln, ja. Ich sterbe gleich wieder, weil ich schon so viel Schaden genommen habe. Einfach in die Menge rein. Oh, ich kann aber, wenn ich in die Treppe bin, nichts aufsammeln, gar nichts. Auch kein Mana. Das ja gut, das macht dann auch Sinn, ne? Ja. Ja, ich hätte mir anders gewünscht, also. Ja, sonst wäre schon ein bisschen OP. Warum stelle ich jetzt eigentlich gerade nochmal einen Minion auf? Weiß ich nicht. Die Runde ist doch jetzt noch vorbei. Ich will oh, ich bin fast tot. What? So, selbst geheilt. So, und der letzte Gegner ist tot. Damit haben wir die Welle beendet. Jetzt können wir auch alles Mana einsammeln, was wir wollen. Oh, stimmt. Und ich habe wieder ein Level up. Ey, ich. Na, scheiße. Level up, Alter, wie viele Punkte? Ich gebe jetzt einfach alles in Geschwindigkeit rein, ey. Vier Punkte, 8 Punkte. So, mach ich mal da rein, nochmal 2 in Health, 1 in Damage und noch 2 in 3 in Range. So. Hä, wieso bist du schon Level 7? Ey, du Cheater. Ich bin aber auch schon halb fertig mit Level 7. Ich was? What? Alter. Ich glaube, meine Minions machen einfach zu viel kaputt. Ich glaube, dass... Okay, ich habe das Gefühl, ich bleibe bei diesem Charakter. Echt? Also, er ist schon sehr stark. Die Minions sind sau stark. Ich meine, oh. Und ich muss halt nicht meinen Charakter aufleveln, sondern ich kann halt nur meine Minions aufleveln. Du cheatest. Das Einzige, was ich bei meinem Charakter vielleicht machen müsste, wäre vielleicht Speed oder sowas. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Okay, dann können wir sogar beenden. Das ja, na warte, ich guck noch mal in meine... Und die Folge auch, weil wir haben 25 Minuten. Genau, ich gucke jetzt noch mal, was ich so alles gefunden habe. Also, ich habe hier ein Schwert 15 Schaden und 50 davon, 11 Schaden, 15 und 10 Gift. 11. Das hier macht 15, 15 und 37 Blitz, okay. 15, 15. Was, ich mache einfach mal alles verkaufen. Also, das Gift ist natürlich ja geil, aber ich glaube, ich nehme den Blitzschaden hier. What the fuck? Bottle Gun, krass. Ja, gut, dann sortiere ich jetzt hier noch ein paar Items aus und dann würde ich sagen, was das auch mit der Folge oder je nachdem, wie lange es jetzt gedauert hat. Und ich guck gerade mal, eins davon, zwei eingeben. Habe ich jetzt, oh, jetzt habe ich einen süßen Drachen bei mir, wie schön. Hä, hast du jetzt schon ein Pet? Ja. Alter. Ich hab 5 Pets oder sowas da drin in dem Ding. Die kann man ab Level 1 noch benutzen. Okay. Alter, ich glaube, dein Charakter ist schon ganz schön krass. Hast du... Hey, du hattest vorhin auch so einen Team Fortress-Typen da gehabt. Ja, aber das sind so Lappentypen. So was? So Lappentypen. Ja, der Drache ist so genau so Lappen. Nee. Das ist auch ein Stufe 1-Ding. Ja, gut, okay. Ich
denke mal, damit war es das hier. War's mit der ersten Folge, ja. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Warum kann ich nicht einzahlen? Ja. Wenn ich So, und ja gut, bevor wir jetzt noch hier ewig reden, Mein Drache brennt. Gut, dann willst du noch irgendwas sagen? No. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ja, ciao Leute. Tschüss.